Herzlich willkommen zu Spirit. Aus einem sinnlichen Topmodel hat sie sich in ein spirituelles Topmodel verwandelt. Amada Rosa Perez aus Kolumbien. Sie ist eine der Hauptdarstellerinnen im Film Mary's Land. Ich habe Amada Rosa Perez heute zu Gast bei Spirit. Sehen Sie nun den zweiten Teil eines Gesprächs. Herzlich willkommen, Frau Perez. Muchas gracias. Vielen Dank. Im ersten Teil unseres Gesprächs haben wir über Ihre Bekehrung gesprochen. Sie hatten eine große Beichte. Nun ist Ihre Bekehrung nun schon eine ganze Zeit vorbei. Warum beichten Sie heute noch gerne und häufig? Meine erste Beichte war eine sehr umfangreiche Lebensbeichte. Aufgrund meines vergangenen Lebens und allem, was ich in der Vergangenheit getan hatte. Aber je mehr Tage verstreichen, desto bewusster wird man sich der eigenen Schwäche und desto häufiger kommen die Versuchungen. Und desto mehr merkt man auch, dass man nicht perfekt ist und dass man diese Vollkommenheit, wie sie die Heiligen erreicht haben, nur mit Hilfe der Gnade Gottes erreichen kann. Ich bin eine Person, die viele Schwächen und Fehler hat, die zu verbessern sind. Deshalb habe ich mich wieder dem Glauben zugewandt. Denn wenn selbst ein Heiliger 7-mal am Tag sündigt, wie es Gottes Wort sagt, dann stellen Sie sich erst mich Sünderin vor. Natürlich falle gerade ich immer wieder. Wir alle werden immer wieder versucht, doch das Wichtige ist, sich seiner Schwächen bewusst zu sein. Habe ich zum Beispiel eine unverschämte Antwort gegeben, eine Person verletzt oder belogen? Oft beichten wir all diese kleinen Dinge gar nicht, all diese lässlichen Sünden, den Zorn, die Völlerei, die Unzucht, schlechte Gedanken oder die Sünde durch Unterlassung, dass man etwas hätte tun können, es aber nicht getan hat. Einen Gefallen zu verweigern, den man hätte erfüllen können. Man könnte sich fragen, wieso sollte man diese kleinen Dinge auch beichten? Doch vor Gott sind sie sehr wichtig. Das Lesen von heiligen Biografien hat mir geholfen zu erkennen, dass sich diese lässlichen Sünden anhäufen, wenn man sie nicht beichtet. Sie sammeln sich zu einer großen Masse an und Satan, der Ankläger beim jüngsten Gericht, hat eine Liste von all dem, was man je getan hat. Daher ist dies so wichtig und auch, um in der Gnade Gottes zu stehen und die Kommunion so zu empfangen, wie es sein sollte, mit einer reinen Seele und in seiner Gnade. Die Amada Rosa Perez von 2008 ist nicht die gleiche wie die von 2017. Worin liegen die wichtigsten Unterschiede? Soy una persona nueva en Cristo. Ich bin eine neue Person in Christus, Gott sei Dank. Viele meiner Träume sind wahr geworden. Ich lebe ein völlig anderes Leben, ein schlichteres. Und ich könnte sagen, ein Leben fern der Kameras und des Glanzes. Aber hier bin ich wieder im Fernsehen. Ich benutze all diese Talente und Begabungen, die Gott mir schenkte, in seinem Dienst. Ganz anders als zuvor. Und nicht mehr im Dienst der Welt. Mir ist klar geworden, dass ich geliebt werde, aber nicht nur für mein Aussehen, sondern weil ich ein Kind Gottes bin. Ich wurde geboren, um von ihm geliebt zu werden. Jetzt weiß ich, dass ich kein Objekt bin. Ich reduziere mich nicht mehr als Frau oder verdinge mich nicht mehr, um eine Ware zu zeigen, um Produkte zu verkaufen oder vor einem Kühlschrank oder einem Auto zu posieren. Ich habe eine Würde als Frau und deshalb verdiene ich Achtung. Ich liebe mich selbst und kleide mich, wie es sein sollte.
Ich habe eine spirituelle Routine, die genauso wichtig ist, wie jeden Tag aufzustehen, mich zu baden, meine Zähne zu putzen, zu essen. Aber meine spirituelle Routine besteht daraus, morgens aufzustehen, meinen Vater und meine Mutter, die seligste Jungfrau Maria im Himmel zu begrüßen, all meine Tätigkeiten des Tages in Gottes Hände zu legen, den Rosenkranz zu beten, in die Messe zu gehen und das Allerheiligste zu besuchen. Das ist zu meiner Priorität geworden. Früher ging ich stattdessen ins Fitnessstudio oder einkaufen, all diese oberflächlichen Dinge. Heute verbringe ich mehr Zeit mit meiner Familie. Ich helfe den Menschen, die mich um meinen Beistand, um einen Rat oder eine Orientierung bitten. Es hat sich alles geändert, denn jetzt weiß ich, dass ich eine bedeutende Persönlichkeit bin. Ich bin hier, um die Spuren Jesu und Marias zu hinterlassen und nicht, um Topmodel zu sein. Einfach nur, um eine Frau zu sein, wie es Pater Pio ausdrückte. Ich möchte nur ein armer Mönch des Gebets sein. Nur eine Hausfrau, eine Ehefrau, eine Mutter, die betet und dem Herrn dient. Sie haben eine sehr innige Beziehung zur Mutter Gottes bekommen. Inzwischen haben Sie geheiratet und sind selbst Mutter geworden. Was konnten Sie von Maria für Ihr Muttersein lernen? Bueno, sí, la Santísima Virgen María tiene una misión muy. Die heiligste Jungfrau Maria hat eine sehr wichtige Mission in der Erlösung und ist für mich die Mutter gewesen, die mich stets führt, mich beschützt oder mir auch mal die Ohren lang zieht. Siempre trayéndome nuevamente para que no. Sie hat mich immer wieder zu Jesus zurückgeführt und dafür gesorgt, dass ich mich nicht von ihm ablenken lasse. Puso en mi corazón varias cosas. Primero, rescató mi esencia. Die seligste Jungfrau hat einige Dinge in mein Herz gepflanzt. Erstens hat sie mein weibliches Wesen gerettet. Sie gab mir die Züchtigkeit wieder, die ich als Model verloren hatte. Sie gab mir diese Weiblichkeit und Reinheit zurück und meinen Wunsch, mich wieder besser zu kleiden. Sie brachte mich dazu, nicht mehr meinen Körper zu zeigen, sondern mich selbst zu akzeptieren, wie ich bin, und zwar genau so, wie ich bin. Auch wenn ich ein bisschen dicker bin, Leberflecken habe oder meine natürliche Haarfarbe eben diese ist, liebt Gott mich doch genauso, wie ich bin, wie er mich geschaffen hat. Also muss ich mich nicht bemühen, etwas zu sein, das ich nicht bin. Ich muss nicht mehr dieses Erscheinungsbild haben, das die Welt immer vorschreiben will. Es wird immer gesagt, man muss bestimmte Maße haben, um schön zu sein. Aber so wie ich bin, weiß ich, dass ich eine Prinzessin für den Herrn bin. Also muss ich mich weder anstrengen noch versuchen, durch meine äußere Erscheinung zu beeindrucken. Auf der anderen Seite fühlte ich, dass die Jungfräulichkeit für mich immer sehr wichtig war und ebenso als Jungfrau in die Ehe zu kommen. Das war auch das, was meine leibliche Mutter mir immer sagte. Und die Jungfrau Maria gewährte mir tatsächlich diese Gnade, wieder eine Jungfrau vor der Eheschließung zu sein. Das fühlte ich. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es war etwas sehr Besonderes, etwas Außergewöhnliches und doch einfach zu empfinden. So lebte ich diese Beziehung mit meinem Freund in Keuschheit. Und es war wunderschön. Denn diese Beziehung konzentrierte sich darauf, die Tugenden, die Werte und auch die Fehler des anderen zu sehen. So konnten wir besser entscheiden, ob wir heiraten und uns eine gemeinsame Zukunft aufbauen könnten. Denn diese Dinge sind die wichtigsten in einer Partnerschaft. So wollte es Gott immer, damit gute und starke Ehen entstehen. Als wir dann heirateten, wir waren immer offen für die Dinge, die das Leben uns bereithielt, kam mein Sohn. Und als ich mein Kind in den Armen hielt, habe ich zum ersten Mal verstanden, welch große Liebe zwischen Mutter und Kind herrscht.
Und ich glaube, dass Gott, Vater, diese Beziehung zwischen Mutter und Kind, statt der Beziehung zwischen Adam und Eva, suchte, die so stark, ja untrennbar ist. Das Einzige, was ich in jenem Moment empfand, war eine tiefe Achtung. Ich glaube, das ist eine kolumbianische Ausdrucksweise. Und ich dachte, Mutter Maria, wie viel hast du für deinen Sohn gegeben und für ihn gelitten, wo er doch heilig ist und nie einen Fehler hatte, nie sündigte? Ich kann mir diese Beziehung und diesen Schmerz vorstellen, den die Jungfrau Maria bei der Hingabe ihres einzigen Sohnes erlitten hat. Diesen Schmerz, den sie unter dem Kreuz durchlebt haben muss, auf dem Kalvarienberg. Das hat mein Herz berührt und ich sagte mir selbst, würden sie meinen Sohn beschneiden, es würde mich im Inneren töten. Wie könnte ich mir deine Beziehung zu Jesus erst vorstellen? Entschuldigung. Jetzt verstehe ich erst, was eine Mutter durchleben muss, den Schmerz einer Mutter. Und die Liebe. Mittlerweile sind Sie verheiratet, ich habe es vorhin kurz gesagt. Sicherlich hat die Mutter Gottes auch Sie und Ihren Mann zusammengeführt. Wie haben Sie sich kennengelernt? Es ist eine wunderschöne Geschichte, denn ich wusste nicht, ob ich heiraten, Nonne werden, ins Kloster gehen oder einfach ledig bleiben sollte. Ich wusste es nicht. Also begann ich den Herrn zu fragen, was er von mir erwartete. Aber ich fühlte im Herzen, dass ich einen heiligen Josef wollte. Also bat ich Maria, Mutter, ich bitte dich um einen heiligen Josef. Ich denke, der Herr setzt einem nicht einfach nur aus Spaß einen Wunsch ins Herz. Schon seit ich klein war, habe ich Hochzeiten in der Kirche gesehen und träumte davon, selbst zu heiraten. Also sagte ich dem Herrn, Herr,